Hefte helfen. Ein großartiges soziales Projekt, welches vergangenes Jahr im Bundesgymnasium Schwechat gestartet wurde und nun seine Früchte trägt. Ja, dann bitte ganz, ganz herzlich den ersten Preis von Hefte helfen überreichen. Und nächstes Jahr heißt es 1000 Hefte gratis. Die Lektüre-Schule ist mehr als fleißig in vielen Belangen, aber heuer haben sie, glaube ich, einen Vogel abgeschossen. Jetzt gibt es einen super Preis. Wie kam es dazu? Naja, es kam eigentlich dazu, dass wir eine soziale Aktion starten wollten. In diesem Zusammenhang hat eine Kollegin, die Frau Professor Tramp, eine Mathematiklehrerin, die Idee gehabt, wir könnten uns bei dieser Aktion Hefte helfen beteiligen. Und diese Aktion bedeutet eigentlich, dass wir jetzt für alle Klassen alle Hefte über diese Aktion anbieten. Also die Eltern können dann im Mai und im Juni bis zu einer Deadline dann Hefte, die ganzen Pakete für das nächste Schuljahr bestellen. Das geht über Internet, sie kriegen die Bestätigung und die Schüler kriegen am ersten Schultag das Paket dann in die Hand. Das ist eine ideale Art und Weise, um zu den Heften zu kommen und vor allem aber dann, um eben zu helfen. Die Business Data hat vor 8 Jahren eine unglaublich tolle Idee gehabt. Wie hat sie sich entwickelt? An und für sich muss ich sagen, wir haben einen Chef, der was 3 Töchter hat, 3 gesunde Kinder hat und ist überhaupt auch ein sehr sozialer Mensch. Und daher hat er einmal gesagt, er möchte etwas tun, womit er auch anderen Leuten helfen kann, besonders Kindern. Und da wurde dieses Projekt eben Hefte helfen bei uns geboren. Wir haben damals einen Kollegen auch noch in der Firma gehabt, der aber selbst sehr schwer erkrankt ist. Und es war auch ein Grund, dass dieser Kollege das Ganze noch mehr forciert hat. Und ich muss sagen, es war ein sehr schwieriger Start. Also wir haben nicht sehr viele Hefte damals verkauft, aber jetzt innerhalb von 8 Jahren haben wir fast 800 Schulen, die was uns das Vertrauen schenken und bei uns eben die Hefte bestellen. Die Diagnose Krebs ist so ein Einschnitt, dass man dann nicht Zeit hat für viel, also ganz viele Dinge muss man tun und plötzlich bricht die Welt zusammen. Und da versuchen wir aus der Erfahrung heraus, diese gesamte Familie zu begleiten, solange sie selber definieren, dass sie uns brauchen. 5 Cent pro Heft gehen an die österreichische Kinderkrebshilfe und mittlerweile in den 8 Jahren sind über 80.000 Euro eben zustande gekommen. Dein Umschlag hat quasi den Super Bowl gewonnen, wenn man schon so sagen kann. Wie kam es dazu? Ich bin mit meiner Familie nach Bosnien gefahren und da bin ich auf die Idee gekommen, für jedes Fach etwas Einzelne zu zeichnen und habe dort schon Entwürfe gemacht. Und ja, durch die Entwürfe sind wir wieder nach Österreich gekommen und dann habe ich die Zeichnung fertiggebracht und bin ich noch auf die Idee gekommen, die Schule draufzusetzen oben, dass man es auch merkt, dass es für die Schule ist. Ich bin nur stolz, jetzt erstens jetzt als Stadträtin, aber sonst auch als Mutter, weil mein Sohn geht in diese Schule. Daher kann ich jetzt sagen, was alles hier passiert, so Ideen, Gedanken, also eigentlich auch Opferbereitschaft, man muss sagen, Bereitschaft von den Lehrern oder Professoren dann auch, solche Projekte zu leiten, weil wir wissen, dass jetzt Idee ist schnell geboren, aber die Durchführung und zu Ende auf solche Projekte zu bringen, das kostet schon sehr, sehr viel Zeit und ich gehe davon aus, dass vieles davon in Freizeit passiert ist. Daher Hut ab, man kann wirklich stolz sein auf erstens die Schüler, Jugendlichen, die solche Ideen haben, wenn man sich den Cover angeschaut hat, was gewonnen hat, auch wirklich nochmals Hut ab für den jungen Künstler und die ganze Logistik dahinter. Ja. Stolze Leistung, wirklich. Da können wir auch als Gemeinde wirklich sehr, sehr stolz auf seine Schule sein. Ich bin Mutter 3 gesunder Kinder und habe mir gedacht, vielleicht könnte man ein bisschen was zurückgeben dafür, dass es uns so gut geht. Und habe in der alten Schule schon früher dieses Projekt kennengelernt und habe beschlossen, wie ich hierher gewechselt habe in die Schule. Ich nehme es mit. Habe den Herrn Direktor sehr schnell überredet gehabt dazu. Unsere Eltern sind sehr begeistert, auch von dem Service, dass sie sich nicht mehr kümmern müssen um irgendwelche Hefte. Die Unterstützung vom Elternverein ist groß und die Schüler sind sehr begeistert. Schaut dieser Umschlag von den Motiven sehr strukturiert aus? Hat das vielleicht irgendwas damit zu tun, dass du in Zukunft etwas Ähnliches beruflich tun möchtest? Ja, mir liegt das Zeichnen und ja, ich habe schon auch überlegt, Architektur zu studieren. Und ja, ich mag es halt eher so, wenn es so eckig gezeichnet ist und nicht so rund.